Du hast überhaupt keine Ahnung, was du hier tun sollst, oder? Ja, da hast du recht, Fabian. Willkommen zurück bei Paper Mario Color Splash. Wir stecken mitten in unserem ersten Kampf mit Karten. Und das gab es vorher nicht. Daher wär's nett, wenn du uns erstmal erklärst, wie das geht. Aber keine Sorge, Onkel Fabian macht das schon. So, okay, jetzt habe ich hier am Gamepad diverse Karten, die ihr jetzt leider nicht sehen könnt. Und Fabian sagt gerade. Also, hier sind alle Karten, die du von Toad erhalten hast. Man nennt sie nicht ohne Grund Kampfkarten. Je nach Karte kannst du im Kampf eine andere Aktion ausführen. Die Bilder auf den Karten sind ein Hinweis darauf, wie die aussehen. Sieh dir zum Beispiel die hier einmal an. Da sind zwei Schuhe drauf zu sehen. Das bedeutet, dass du mit dieser Karte zwei Sprungattacken ausführen kannst. Die Anzahl der Symbole auf einer Karte gibt an, wie oft du angreifen kannst. Dieser Stiefel in Übergröße hier lässt dich eine wirklich mächtige Sprungattacke ausführen. Je größer das Symbol, umso stärker der Angriff. Ganz einfach, oder? Jo. Leider kann ich das Gamepad nicht mehr capturen, by the way, weil das ist mir vor einer Zeit kaputt gegangen. Leider, aber ja. Wir werden es überleben, glaube ich. Gut, jetzt wählst du eine Karte und ziehst sie in dieses Feld. Okay, also ich habe halt da unten so eine Kartenliste und ich kann dann wiederum eine Karte in so ein markiertes Feld legen und die wird dann wahrscheinlich eingesetzt. Das Spiel will, dass ich unbedingt den großen Schuh benutze. Okay, dann mache ich das mal. Berühre bereit, wenn du die von dir gewünschte Karte ausgewählt hast. Los, probier's mal aus. Oh, bitte sag mir, dass ich auch einfach A drücken kann. Nein. Oh Mann, das ist so eine zwanghafte Einbindung des Touchscreens, was es echt nicht gebraucht hätte. So, und diese Attacke verbraucht jetzt auch Farbe, wie sie aussieht. Als nächstes kannst du die gewählte Karte einfärben. Berühre dazu einfach die Karte mit deinem Finger. Je mehr du sie einfärbst, umso stärker ist sie auch im Kampf. Das ist halt echt blöd, man sieht nicht mal die Farbanzeige auf dem TV. Es ist alles auf dem Gamepad. Okay, also berühren, dann wird das Ganze eingefärbt. Und dann kann es auch schon losgehen. Wenn du bereit bist, die Karte zu spielen, schiebe sie schnell nach oben, um mit dem Kampf zu beginnen. Okay, ich muss sie so wegschlittern einfach. Und dann kommt noch irgendwelches Timing mit rein, oder? So, und ab jetzt wird es richtig spannend. Drücke genau im richtigen Moment eines Angriffs A, um die Stärke des Angriffs zu erhöhen oder einen Bonusangriff zu erhalten. Bei Sprungattacken solltest du dafür A drücken, kurz bevor du auf einem Gegner landest. Mit dem richtigen Zeitgefühl kannst du so bis zu 5 Sprünge hintereinander ausführen, umwerfend, oder? Anstatt A zu drücken, kannst du auch den Bildschirm des Gamepads berühren. Oh Gott, nein. Warum? Was? Ich hab gerade auf das fucking Gamepad geschaut und er greift an! Super! Aber der ist anscheinend eh tot gewesen. Gut, jetzt kommt allerdings der unangenehme Teil. Sie werden dich nämlich angreifen. Aber du kannst mehr tun, als ihre Angriffe einfach nur einzustecken, Mario. Du kannst dich verteidigen. Drück A kurz, bevor dich ein Feind berührt. Dann verringerst du den Schaden. Okay, ich habe jetzt eigentlich einen Sprung erwartet, aber... Schwierig! So, jetzt geht das Ganze von vorne los. Aber das geht mir schon mal total auf den Sack, dass man alles irgendwie nur auf dem Gamepad sieht. Das wird euch wahrscheinlich noch mehr auf den Sack gehen. Sprich, so ansprechend zum Let's Playen ist das Ganze nicht. Ich setze mal einen normalen Sprung ein. Aber warum kann ich denn nur den hinteren bitteschön anvisieren? Das verstehe ich nicht. Ich kann nichts anderes auswählen. Oder muss ich erstmal färben? Moment. Gedrückt halten dazu. Auf die Karte gedrückt halten. So, jetzt will ich das Ding weg. Nee, anscheinend muss man das vorher schon irgendwie festlegen. Ich guck mal. Ach, jetzt greift er doch den vordersten an? What the fuck? Es war doch die ganze Zeit der hintere markiert. Hä?
Okay, diesmal hat's mit den Blocken aber geklappt. Siehst du, der ist doch markiert gewesen, genau wie vorher. Trotzdem wurde der vordere attackiert, seltsam. Die Angriffe verbrauchen ziemlich viel Farbe. Also selbst die normalen Sprünge. Aber nur Rot und Gelb, seltsamerweise. Wir haben Rot, Blau und Gelb. Aber Blau wurde noch nicht einmal angezapft. Bam, 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 bam und down. Ja gut, also für den ersten Kampf lief das noch ganz gut, auch wenn einige Sachen nicht ganz klar sind zum jetzigen Zeitpunkt. Da werde ich ganz gelb vor Neid. Du bist wirklich ein Naturtalent. Oh, unser armer Toad. Lasst uns eine Schweigeminute einlegen. Den wird man doch wohl irgendwie retten können. Ach, ich verhungere. Gibt es hier nicht irgendwo Burger? Pommes rot-weiß? Und mach dir um Toad keine Sorgen, dem geht's gut. Wirklich? Sieht nicht so aus. Aber ich hätte auch Bock auf Burger. Ach komm schon, so schlimm ist das nicht. Vielleicht geht es ihm doch nicht ganz so gut, wie ich dachte. Aber keine Sorge, er braucht nur einen frischen Anstrich, dann ist er so gut wie neu. Wirklich? Du kannst ihn mit Farbe wieder zum Leben erwecken? Oh, das wäre wirklich ein Wunder. Keineswegs, daran ist nichts Geheimnisvolles. Das ist alles möglich durch die Kraft der Farbe. Wisst ihr, Farbe ist nicht nur dazu da, Kampfkarten einzufärben. Durch Farbe wird die ganze Welt zu einem schöneren Ort. Also habe ich mir die Freiheit genommen, deinen Hammer mit allen Farben des Regenbogens zu versehen. Ha, das ist eine Lüge. Wir haben nur drei Farben. Nur zu, drücke X, um ihn einzusetzen. Ziele dabei einfach auf einen blassen Freund hier. Bam. Oh, wobei, er hat recht gehabt. Warte, was geht hier vor? Ich lebe! Und ich kann auch meine Hose wieder fühlen. Supi! Oh, Toad. Ich bin ja so froh, dass es dir wieder gut geht. Ohne Farbe haben wir dich kaum wiedererkannt. Seht ihr, das ist die Macht der Farbe. Eines musst du noch wissen. Ich habe dir alle Farbe gegeben, die ich hatte, aber sie wird nicht ewig halten. Wenn du auch weiterhin die Welt mit Farbe füllen möchtest, musst du von Zeit zu Zeit deinen Farbvorrat aufstocken. Also hat mir dieser Farbeimer da das Leben gerettet? Also dann schönen Dank auch, Herr Farbeimer. Nur für den Fall, dass wir weiteren von diesen Strohhalmschurken begegnen, wie können wir denn unsere Vorräte an lebenserhaltender Farbe aufstocken? Das ist kein Problem. Ihr kennt doch sicher den Brunnen im Stadtzentrum, der unter dem ich geschlafen habe. Tja, das ist die Quelle der Farbe für die ganze Insel Prisma. Gespeist wird er von 6 großen Farbsternen, die niemals versiegen. Von ihnen könnt ihr so viele Farbe bekommen, wie ihr mögt. Außerdem, naja, hier steckt in allem zumindest ein klein bisschen Farbe. Versuch doch mal mit deinem Hammer auf Sachen zu schlagen, dann siehst du, was ich meine. Oh, das sind ja wundervolle Neuigkeiten. Ich war schon besorgt, da der Brunnen völlig ausgetrocknet wirkte, als wir dich aufgeweckt haben. Genau. Also mussten wir ihn einfach nur anschalten oder so, richtig? Denn er war wirklich völlig trocken, als wir ihn gefunden haben. Trocken? Du machst mir vielleicht Witze. Mario, den hier hast du vielleicht etwas zu hart mit dem Hammer geschlagen. Ich meine, ausgetrocknet? Also bitte. Unsere großen Farbsterne könnten niemals austrocknen. Kommt schon, ich zeig's euch. Farbsterne? Ich weiß ja nicht, was ein Farbstern ist, aber ich würde mich wohl dran erinnern, wenn ich welche gesehen hätte. Da ist was dran. Mario, dort drüben befindet sich noch ein entfärbter Toad. Wir können ihn doch nicht einfach seinem Schicksal überlassen. Was sollen wir tun? Doch, können wir, tschüss. Aber das können wir nicht machen. Ich finde dich dann voll unattraktiv, wenn du das jetzt echt durchziehst. Ja gut, es ist was anderes. Ne? Dann werde ich mich der Sache mal annehmen. So, und ihr seht schon, man kann immer Farben bekommen, wenn man gegen irgendwelche Sachen schlägt. Und man bekommt sogar die dazugehörige Farbe. Ja, hier beim Baum grün. Oh, da jetzt leider nichts. Aber ich komme auch nicht so leicht da hoch.
Achso, du meintest den da. Habe ich gar nicht gesehen. Oh, Peach. Wenn du immer im Weg rumstehst, dann brauchst du dich auch nicht beschweren, dass du immer einen auf die Fresse bekommst, weißt du? Wieso funktioniert das denn nicht? Ach so, mit X, richtig. Entschuldigung, ich habe B gedrückt. Und woher weiß Mario, welche Farbe er benötigt? Willkommen, Vic! Hä? Was ist hier los? Das letzte, an das ich mich erinnere, ist eine Bande durstiger Shy Guys. Mario? Nein, unmöglich. Mario würde niemals den langen Weg bis zur Insel Prisma hierher kommen. Was bist du? Bist du ein Faker? Wie viel bekommst du denn für einen Auftritt? 8, 9 Münzen die Stunde? Hä? Egal, schau ruhig einmal in meinem Kartenladen im blauen Viertel vorbei und investiere in Kampfkarten. Kaum habe ich ihn gerettet, schon will er mich abzocken. Oh, richtig. Und wenn du die Shy Guys findest, die meine Karten gestohlen haben, mach Altpapier aus ihnen. Gut. Ich würde trotzdem liebend gerne hier hochkommen. Aber da gibt es keine Möglichkeit, oder? Nee. Jeder Schlag verbraucht Farbe, richtig? Oder? Huch, wer bist du? Hey Mario, das war gute Arbeit mit den Kampfkarten. Ich muss allerdings sagen, in Sachen Aktionsbefehle könntest du noch etwas Übung brauchen. Wenn du also mal etwas üben möchtest, schau doch einfach in meiner Kampfkammer vorbei. Ja, da wohne ich auch. Also wenn du keine Lust auf Training hast, können wir uns auch einfach einen Film oder so ansehen. Klingt zwar gut, aber ich glaube, ich habe zu tun. Oder sollen wir kurz bei ihm vorbeischauen? Ja, komm. Damit man den Raum mal gesehen hat. Was? Das ist ja witzig. Oder soll man das vielleicht sogar mal kurz machen? Na, das ist ja ein vollwertiges Let's Play und kein Rush-Let's Play, wo man einfach nur schnell zum Ende will. Ja. Ich will ja keinen Müll abliefern. Also komm, machen wir mal. Zeigen wir alles. Mario, willkommen in meiner Kampfkammer. Ich habe mehr Actionfilme gesehen als jeder andere Toad hier, also bin ich so etwas wie Experte in der Sache. Wenn du da draußen erstmal Horden von Goombas und Shy Guys gegenüberstehst, musst du wissen, wie du dich verteidigen kannst. Und ich bin genau der richtige Toad, um dir dabei zu helfen. Dann nehmen wir mal los. Welchen Aktionsbefehl möchtest du als erstes üben? Machen wir mal Hammer, weil das haben wir noch gar nicht gesehen. Ah, altbewährt. Ein Hammer lässt dich niemals im Stich, richtig? Nun gut, dann auf die Plätze. Fertig, los! Wir kämpfen allen Ernstes gegen dieses Pappteil da. Billiger Schrott, aber gut. Gut, hier lernst du den Umgang mit dem Hammer im Schnellverfahren. Wenn du dich zurückbeugst, um Schwung zu holen, achte auf den Lichtblitz an der Spitze des Hammers. Drück A oder berühre das Gamepad, wenn das Licht am hellsten ist, um den Hammer mit Maximalschwung zu schwingen. Rein zufällig ist Maximalschwung der Arbeitstitel meines autobiografischen Drehbuchs, an dem ich gerade arbeite, aber dazu später mehr. Wenn du genau den richtigen Zeitpunkt triffst, bekommst du ein Exzellent und fügst deinem Gegner großen Schaden zu. Aber sei vorsichtig, wartest du zu lang, haust du daneben und verursachst so gut wie keinen Schaden. Schaffst du das? Komm, probier's einfach mal mit Maximalschwung, los! Also einfach nur A drücken, nicht mal mehr den linken Stick nach links oder was? Okay, es war immerhin ein Super, aber noch nicht optimal. Ja, es war okay, aber es geht noch geiler. Nochmal? Jo. Ich dachte halt, ich muss schlagen, wenn die Sonne komplett ist, aber nein. Hä? Wow, jetzt sogar zu spät. Das Timing ist ziemlich schwierig, das finde ich schon mal gut, ja? Also gibt's nichts auszusetzen. Auch beim Blocken habe ich das schon gemerkt. Und das bei den allerersten Gegnern, ey. Den Shy Guys. Ja doch, also ich bleib dabei. Das Timing ist sehr schwer. Schwieriger als in allen anderen Paper Marios. Wollen wir mal hoffen, dass der Schwierigkeitsgrad angemessen ist. Das wäre dann definitiv auch ein Pluspunkt in diesem Spiel. Okay, aber jetzt genug davon. Gucken wir uns den Rest der Stadt an. Nun Mario, wollen wir uns den Brunnen einmal ansehen? Ja, yep. Fabian wartet bestimmt schon. Und ich glaube, er wird jetzt ziemlich traurig sein, wenn er feststellt, was passiert ist. Oh ja. Die großen Farbsterne, sie sind fort. Der Farbeimer scheint mir unter Schock zu stehen.
Bitte nicht weinen, Herr Farbeimer. Lassen Sie uns helfen. Vielleicht können wir sie ja wiederfinden, die... Wie heißen sie noch? Großen Farbsterne? Nichts zu machen, sie sind vor, sie sind einfach weg. Port Prisma ist im Arsch. Zuerst einmal diesen Vergleich. Den verstehe ich gar nicht. Und zweitens... Bah! Aber drittens, diese Farbsterne scheinen dir wirklich wichtig zu sein und schließlich hast du mir gerade das Leben gerettet. Oh Gott, ich muss mich umbringen. Moment. Was riecht denn hier so? Das riecht ja wie ein Farbstern. Oh! Ich wusste es! Seht mal da oben. Da ist ja einer unserer großen Farbsterne. Oh, ist er nicht umwerfend? Gut. Prinzessin, Mario, Toad, vielleicht könnt ihr mir ja doch helfen. Helft mir dabei, die großen Farbsterne wiederzufinden. Und ich will mich ja nicht beschweren, aber für euch habe ich alles gegeben. Da hat er recht, wir schulden ihm etwas. Außerdem sagt mir mein Gefühl, dass all dies mit unserer Suche zusammenhängt, die mit dem bedauernswerten Postkarten-Toad begann. Was meinst du, Mario? Wollen wir dem Herrn Farbeimer helfen? Ich bin zwar ein Farbeimer, aber ich heiße nicht so. Ihr könnt mich Fabian nennen. Und vielen Dank für die Hilfe. Das bedeutet mir wirklich etwas. Also los, retten wir einen großen Farbstern. Achte gar nicht auf mich. Ich mach's mir hier einfach ein bisschen in deiner Tasche bequem. Hey! Das war so nicht abgemacht. Ach ja, wenn du plaudern möchtest, dann drück einfach das Steuerkreuz nach oben, dann komme ich. Das ist einfacher und schmerzfreier, als mich mit dem Hammer zu schlagen. Ich kenne diese Stadt wie meinen eigenen Deckel, also zögere nicht, mich um Rat zu fragen, solltest du dich verlaufen. Wir werden noch etwas hier warten, Mario, wir treffen uns dann später. Mario, man sagt immer, Papier ist geduldig, also halte durch. Oh, danke für die Heilung. Wann immer du dich geknickt fühlst, komm zu mir. Ich werde die Sache dann schon, naja, bearbeiten. Alles klar. Oh, hier ist übrigens noch so ein Toad. Und die Blume könnte auch einen Anstrich gebrauchen. Ich habe nur die Blumen betrachtet, als ich mich plötzlich so leer gefühlt habe. Wenn ich selbst einen Hammer hätte, hätte ich damit ja auf ein paar Blumen oder Bäume schlagen können, um mich wieder einzufärben. Also, wenn ich meinen eigenen Hammer gehabt hätte und mich noch hätte bewegen können, natürlich. Jedenfalls steckt in Port Prisma so viel Farbe, dass du aus ungefähr allem hier welche bekommen kannst. Versuch's doch selbst einmal. Es macht ihnen auch wirklich nichts aus. Okay, also der Typ hat mir schon mal einen netten Tipp gegeben. Das ist gut. So, jetzt können wir weitermachen mit unserer Einfärbung. Ah, nice. Es genügt manchmal nicht ein Schlag, sondern, oh, sondern zwei oder mehr. Und man findet sogar Kampfkarten, wenn man das regelmäßig macht. Finde ich gut. Ja, also man muss beim Einfärben schon recht genau sein, fällt mir auf. Ein Schlag reicht selten. Und es lohnt sich, weil du kriegst Geld, kriegst Kampfkarten. Wirklich viel Farbe verbraucht es jetzt auch nicht, habe ich den Eindruck. Oder irre ich mich? Naja, selbst wenn. Wir können ja regelmäßig auffüllen. Ich meine, guckt mal hier. Also eigentlich ist das System gar nicht so verkehrt. Ich finde es doch ganz geil. So. Bevor ich jetzt aber die restliche Zeit damit verplempere, schauen wir uns vielleicht mal einen anderen Bereich an. Hier hinten. Moment. Das sieht noch sonderbar aus. Du hast nicht die richtige Farbe, um mit diesem Fleck weiterzumachen. Schlag doch mal gegen ein paar Bäume oder Blumen, um welche zu bekommen. Okay, also jetzt ist mir tatsächlich mal die Farbe ausgegangen. Oben links könnt ihr das sehen. Wir müssen also gegen rote Flächen schlagen. Aber die Wand bringt leider nichts. Nur so bekommen wir wieder die rote Farbe zurück. Alles klar. Ja, und ich glaube auch mitbekommen zu haben, dass man... Oh, da ist ein Speicherblock. Dass man, gegen Gegner kämpfen sollte, um viel Farbe zu bekommen. Weil es gibt ja leider keine Erfahrungspunkte mehr, was ein großer Kritikpunkt in diesem Spiel ist. Aber die Kämpfe sind so wenigstens nicht ganz sinnlos. Es sei denn, man kann wirklich sehr einfach und schnell durch dieses Einfärben von, ja, Elementen an Farbe gelangen. Dann, ja,
schaut es nicht so ganz gut für die Kämpfe aus. Aber da warten wir mal ab. Das ist ein Speicherblock. Spring dagegen, um deinen Spielfortschritt zu zu speichern. Wenn du mehr über das Speicher... Ach komm, ich bin doch kein Idiot. Nicht die Brücke! Bloß nicht die Brücke! Da ist was passiert. Oh, wie gemein. Der interessanteste Teil des blauen Viertels liegt auf der anderen Seite der Brücke. Ich bin zwar kein Experte in Sachen Brückenreparatur, aber ich bin ein Experte in Sachen Brückenreparatur-Experten. Also kannst du mir glauben, wenn ich sage, ja, wir brauchen einen. Ja, du brauchst einen Brückenexperten. Haben wir nicht einen hier in Port Prisma? Ja, wir hätten einen, aber der ist irgendwie gegangen. Und arbeitet jetzt woanders. Irgendwo? Irgendwas? Hattest du nicht gesagt, du wärst ein Experte in Sachen Brückenexperten? Egal, die Brücken können wir wohl erstmal vergessen. Hey! Nur eine kurze Erinnerung. Wenn du dich verlaufen hast oder keine Ahnung mehr hast, dann ruf mich, ja? Mit Steuerkreuz nach oben. Danke, einmal hätte diese Info genügt. So, schauen wir uns mal den Itemladen an. Auch hier ist so ein abgelaufener Toad. Ups. Habe ich nicht die richtige Farbe oder was ist da los? Schaut so aus. Schade. Aber blau haben wir noch. Einfach mal einfärben. So, kriegt man auch was, wenn man alles eingefärbt hat? Nee, ne? Das ist dem egal. Willkommen und vielen Dank für die Hilfe. Willst du was kaufen? Ja, also hier hat man die bekannten Dinge, ja. Man kennt das Ganze ja schon so ein bisschen aus Stickers da, so ein Hüpfpuschen und ein Hammer und bla. Also mir scheint das Ganze einfach eine erweiterte Version der Sticker zu sein. Diese ganze Kartengeschichte da. Aber grundsätzlich keine allzu schlechte Idee. Klar hätte mir jetzt das richtige Kampfsystem aus Paper Mario 1 und 2 mehr zugesagt, aber kann man nichts machen. Du bist ja ein richtiger Handwerker. Sieh nur, die Tür ist wieder so gut wie neu. Jetzt sollte sie sich auch öffnen lassen. Farblose Dinge funktionieren nicht so, wie sie sollten, bis sie wieder eingefärbt sind. Also keine Zurückhaltung mit dem Farbhammer. Alles klar. Alter, willst du mir jetzt ernsthaft immer wieder sagen, dass ich dich per Steuerkreuz holen soll? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Also nochmal brauche ich die Info wirklich nicht. Danke. Jetzt würde ich noch ganz gern wissen, was hier ist. Oh, die Weltenkarte. Ne, die schauen wir uns dann im nächsten Part an. Ich bedanke mich für eure Zeit. Das Spiel kommt am 7. Oktober raus, also lange ist es nicht mehr. Morgen kommt noch ein Preview-Part. Sprich, es geht in einem Fluss weiter. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und bis zur nächsten Folge. Euer Domtendo.